Hallöch meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 Sithammern. Ja, wieder mal mit Pixel. Guten Tag. Guten Tag und natürlich auch mit den wertgeschätzten Kino. Danke, 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 danke dafür und natürlich auch einen guten Tag. Ich muss natürlich jetzt trotzdem noch schnell gucken, ich konnte es mir schon denken, dass mein Volume Lock wieder aus ist. Ja, es ist nicht aus. Ich werde das Problem mal schildern nach der Folge. So. Wieder an. Gibt es denn jetzt noch etwas anzusehen? Erstmal, ich hatte ja Feld 15 angesehen. Dann schauen wir doch mal. Fruchtsorten im Wachstum. Feld 26 müssen wir noch ansehen. Feld 12, Feld 1 und Feld 29. Gut, dann würde ich vorschlagen. Der Axion ist ja cool, wenn der Tank niedrig ist, blinkt in den Armaturen drinne Stopprot und der Tank rot. Ja, lasst uns mal bitte, wer hat noch eine Seemaschine, weil wir haben ja hier aktuell mit zwei Seemaschinen sind wir ja. Eine Seemaschine muss noch irgendwo an den LKW dranhängen. LKW habe ich, eine hängt noch an den Marseille Ferguson, glaube ich, oder so. Oder Marseille Ferguson. Ja. Ja, dass wir mal zusammen hier schnell ansehen, dass wir es fertig bringen, ja? Ja, ich bin noch am Düngen. Ja, dann düngen wir weiter. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, was wir denn angesehen haben. Ach ja, da haben wir alles Roggen gemacht. Wo stehst du? Feld 26. Was ist das? War jetzt wo? Unterhalb des Flusses. Ah, ja. Wow. Feld 24 war wirklich Gras, ne? Ist aus irgendeinem Grund krass. Gut. Haben wir denn einen Flug? Naja. Also bis jetzt haben wir selbst dann angesehen. Wirst du adlig werden, selbst bei der Feldgröße. Nee, das bringt nichts. Dann wir machen das anders. Wir lassen das Gras und nehmen das für die BGA. Mein Vorschlag. Ich hätte geflügt. Also wenn ihr einen Flug besorgt, hättet ihr gemacht. Also, egal wie lang es dauert. Ja, aber... ich habe das noch nie gemacht. Ich hätte es mir gerne mal angeguckt. Wir brauchen die Kohle gerade für was anderes. Denn, siehst du, warte mal kurz, wir haben nämlich jetzt, danke für eure netten Kommentare, wie immer. Wir haben jetzt nämlich dieses Grimme-Pack drin von Robert Deckt, wenn ich das nicht richtig. Genau, ne? Den Grimme-Tektron, genau. Und den Maxtron 26, kostet 479.000. Wenn wir jetzt die alte Maschine verkaufen, vor Ort kommen wir gerade noch so mit der Kohle dahin. Aber jetzt sehen wir erst mal an und dann sehen wir mal weiter. Aber was willst du denn ansehen? Wir sehen jetzt mal auf dem Feld hier Kartoffeln an. So. Und schnürt man mit der Maschine nicht? Oh. Er muss. Dann fahren wir zum Feld 1 und machen erstmal Raps. Weil wir haben Raps 0, Feld 1 ist ja das große. Ist denn schon gedüngt? Weiß ich nicht. Fahr ich mal dahin. Ja. Also ich weiß, dass hier glaube ich noch gedüngt werden muss auch. Ja. Ja. Aber wir gucken. Also Feld 15 hier unten muss gedüngt werden. Ja. Gucken wir uns mal Feld 15, Feld 1 an. Genau. Oh, was macht denn er da? Ach, ich hab am Baum geparkt, kennst mich doch. So. Ein Vorschlag kam auch. Obala, was ist denn jetzt passiert? Oh. Ein Vorschlag kam auch, wir sollten doch modtechnisch. Och ja. Hm. Wenn es schneller geht, geht's nicht schneller, ne? Sagt Chichin auch immer. Es kam ein Vorschlag, wir sollten uns doch mal als Thema, sollten wir uns mal... Mehr Aluhüte? Mehr Aluhüte? Wegen der Strahlung? Ja. Oh. Nee, sollten wir uns mal drüber unterhalten, oder wurde jetzt der Thomas hat mir das geschrieben, ob wir uns mal unterhalten können über gute und schlechte Mods. Mal das mal, also gute Mods, schlechte Mods und so weiter halt. Gute Mods und schlechte Mods. Bitte verstehe mich, das ist für mich der Hass.
Ich auch, für mich auch. Du spritzt gerade nicht ab. Ich weiß, ich will doch auch noch ein Stück zurückfahren, damit es auch die ganze Breite kriegt. So, jetzt. Los geht's. Huch, falsche Taste. Sorry, Leute. B. Ja, ist doch gut. Leute, nehmt's mir nicht übel, aber ich habe hier ein wunderschönes Stück Limetten-Sahnetorte. Da werde ich ab und zu mal snacken. Natürlich mein obligatorischer Cappuccino, weil Sonntag. Was hast du? Rosetten-Sahnetorte? Ja. Nice. Das ist nett, ne? So, warte, ey, stell den GPS ein, verdammt nochmal. Ach ja. Deine Elektronik ist schon wieder kaputt. So. Ach so, Moment. So, GPS, das sieht ganz gut aus. Wir wollen jetzt hier Raps ansehen, das war richtig, ja. Schnauze jetzt dahin, sonst komme ich raus aus der Karre. So, Raps. Das geht ja gar nicht. Tu mal bitte deinen Kurs einmörsen. Ich hole eine GPS. Du fährst mit GPS, tu jetzt ich den Kurs einmörsen. Ich auf der anderen Seite, komm, mach. Ach, das ist doch Schasche, ey. Was ist denn eigentlich die lange Seite von dem Feld? Gibt's gar nicht, ne, so richtig. Nee, ist ja relativ quadratisch. So, warte mal, da muss ich jetzt das drücken. Habe ich das gute Stück schon gesenkt? Wir schalten es mal an und gucken mal, was passiert. Ich bin immer in der ersten Folge etwas planlos, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Nee, nicht nur in der ersten Folge. So, warte, senken. So. Tempomat an. Nun gut, ihr seht Raps an. Das ist interessant. Das Prinzip scheint zu funktionieren. Sehr gut, wir sehen Raps an, meine lieben Freunde, auf Feld 1. Passt ja. Dann, wie gesagt, da unten müssen wir Kartoffeln auf jeden Fall ansehen. Da haben wir nämlich gar nicht mehr. Das ist das Problem an der Sache. So. Und dann werden wir mal schauen, ob wir uns Kartoffelernter holen. Dann. Ich hab ein Standbild. Ach so. Nee, ich bin noch nicht gefahren. Sagst du, wieso fängst du auf der anderen Seite an? Das wird kaum gehen. Das Feld muss erstmal gedüngt werden. Also, bleibt dir doch nur übrig, Tinos Kurs zu übernehmen und... Ich hatte es ihn ja gefragt, aber... Ja, gefragt hast du mich? Eigentlich habe ich es dir gesagt, aber... Sagen wir mal lieber, wie ich hier das obligatorische Großpendel nochmal aufkriege. Punkt und Komma war das doch, oder? Steuerung Punkt, Steuerung Komma oder was? Oder Null, Null nee, auf dem... Steuerung Komma. Auf dem Numpad Null kann das sein. Steuerung Komma hab's gefunden. So, was ist jetzt Kurs, Einkaufswagen übernehmen. Ja, hat er. Gut. Ach man, ey, bis ich den GPS immer hinkrieg hier das erste Mal. Vorsicht, muss ja mal... Muss ja mal bisschen... Hat man den Planer mal aktiviert? Haben Sie so Steuerung? Wo nach oben? Steuerung nach oben? Steuerung W. Danke. Er sagt, sie fährt nicht so gern GPS, ne? Ich fahr lieber selber. Sieht gut aus. Ja, gute Mods, schlechte Mods, dann legt mal los. Gute Mods, schlechte Mods, ja. Das sind wir von unserem Kooperationspartner modplanet.de. Achso. Hab ein Stück gebraucht. Ja. Und nämlich dieses Limetten-Sahne-Stück da anlächelt. Ja, ja, Pixel, du hast ja jetzt die wenigsten Erfahrungen mit Mods, würde ich behaupten. Ja. Was sind für dich denn so, oder was macht für dich denn einen guten Mod aus? Für mich macht einen guten Mod oder aus. Oder einen schlechten auch. Ja, ja, genau. Also was ich bei einem Mod extrem wichtig finde, ist, dass er mir nicht mein Safe Game zerschießt, wie jetzt mit unserem zwei Noobs auf dem Trecker passiert.
Deshalb haben wir auch eine neue Map angefangen. Mhm. Denn es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn du, ich meine, die Map an sich hatte Fehler. Da lag es, glaube ich, dran. Und das ist ja auch ein Mod. Also jede Map ist ja auch ein Mod. Das ist genauso ein Mod, ja. Ja, und wenn ich schon sehe in der Konsole, dass die 100.000 Fehler raushaut, dann habe ich immer schon genug. Und dann denke ich mir, habt ihr die nicht getestet? Und die wird dann auch noch als Multiplayer angegeben, weißt du, auf ModPlanet. Wenn ich mir denke, gut, die läuft vielleicht nur im Singleplayer, dann ist es halt eine Sache. Da kann man daran nichts ändern, ja. Aber Leute, warum ladet ihr dann sowas hoch? Ja? Mhm. Hast du gerade ModPlanet getestet? Mhm. ModPlanet, ModHoster meine ich natürlich. Ich weiß, was ich meine. Wollte gerade sagen, nicht frech werden, ja. Ja, auf jeden Fall. Genau, da krankt es einfach. Also ich meine, ich kann verstehen, dass ihr euch da auch teilweise, ich rede jetzt mal direkt an die Modder, ja, dass ihr euch da richtig reingelegt habt und dass ihr da richtig viel Zeit investiert habt und dass ihr das natürlich auch rausbringen wollt. Aber es bringt ja nichts, wenn nachher, wenn ihr dann da eine 2-Sterne-Rezension kriegt auf ModHoster und ja, und das keiner runterlädt. Da habt ihr nichts gewonnen und wir auch nicht. Ich find's schade, wenn jemand sich so viel Arbeit und Mühe macht, eine Map zu erschaffen, ja. Was ja wirklich viel Arbeit und Mühe ist. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja bei 99% der Modern ist es wahrscheinlich Hobby, weil so wirklich Geld verdienen tun die ja damit nicht, ne? Oder können sie richtig. Auch nicht. Das ist ja, wenn so ein Modder jetzt da 1000 Euro im Monat mit verdienen würde, oder könnte zumindest, dann sage ich mal, würde es anders aussehen, ne? Ja. Aber wenn man so Hobby macht und wenn man es als Hobby macht und so eine Map eben dann ja anfertigt und hochlädt, dann verstehe ich nicht bei der ganzen Sache, wenn diese Map wirklich so, wenn man weiß, was nicht funktioniert, ne? Weil man kriegt ja automatisch, wenn die Zuschauer das dann runterladen oder die Spieler, kriegt man ja automatisch die Rezension, was da, upsala, warte. Ja, ich muss sowieso jetzt erstmal Dings gehen, warte, so, fertig. Fahr nochmal zurück, bitte. Ich muss nochmal auftanken gehen. Hm. Dann verstehe ich halt nicht, warum das so gelassen wird. Ja. Das verstehe ich nicht. Also ich persönlich, wenn ich jetzt eine Map modden würde und wüsste halt die Fehler durch die Spieler, dann würde ich sagen, okay, alles klar, das kann ich schnell beheben. Das mache ich jetzt gleich mal, hau gleich ein Patch raus oder eine neue Version. Und die anderen Sachen muss ich eben mal schauen. Gut, es kann natürlich auch sein, dass vielleicht manche Modder, das weiß ich nicht, vielleicht dann es nicht hinbekommen, diese Fehler zu beseitigen, wenn es halt gravierende Sachen sind oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne mich mit der Materie sehr, sehr wenig aus. Aber das finde ich halt schade, wenn es halt so fehlerhaft gelassen wird. Ja. Ne? Das ist halt wirklich schade. Aber ansonsten ist es natürlich, ja, der Modder ihr Hobby und deswegen ist halt schwierig. Sicher ist es ein Hobby und ich verstehe auch, wie gesagt, wenn einer sagt, oh, da kann ich jetzt nicht nochmal dran, da habe ich jetzt so lange und es klappt und klappt nicht, ja. Und wie gesagt, wenn man da auch Zeit rein, wie du sagst, man kann ja nicht alle Fehler finden. Ja. Ja. Aber ich glaube, viele laden das auch in dem Bewusstsein hoch, dass da Fehler drauf sind. Also die wissen das. Ja. Verstehst du? Wie gesagt, wenn es nur darum geht, die testen zu lassen, dann, ja. Dann kann man das ja auch so hochladen. Hier, keine Ahnung, konnte ich nicht testen. Könnt ihr mal testen, ja, als Beta oder was weiß ich. Ja. Aber das sind ja released Mods, die definitiv, die haben eine Versionsnummer von 1.0 oder 2. irgendwas. Und die sind so fehlerbehaftet, dass du sie effektiv gar nicht nutzen kannst. Hm. Also vielleicht muss man dazu noch sagen, wer sich nicht so mit Softwareentwicklung auskennt, normalerweise fangen die an, wenn ihr was Neues macht, das ist 0.1, 0.2, 0.3 und 1. ist dann immer die Release-Version. Also das ist die erste Release-Version. Deshalb gibt es ja manchmal Software, die hat die Versionsnummer 0.15 oder 0.16, weil es einfach vorher nicht geklappt hat. Das will natürlich keiner, ja, aber das kann durchaus passieren. Oder 0.10.1. Ganz einfach, das Spiel The Forest ist bei 0.56, glaube ich. Genau. Einfaches Beispiel, ist halt seit über einem Jahr eine Alpha drin. Richtig, das beste Beispiel. Die sind nochmal hergegangen und haben nochmal eine Unterversion geschaffen. Wie gesagt, 0.5,
Das ist sozusagen der Entwicklungsstand und dann die Punkt 6 ist dann praktisch der Patchstand. Also das ist der sechste Patch für die Version 0.5. Und dazwischen kommen eben kleine Patches, 0.5.1, 0.5.2, 0.5.3. Und solche Sachen. Meistens, wenn es eine große Veränderung wieder gibt, dann kommt halt die nächste 0.6, 0.7. Richtig. Aber es gibt natürlich nicht nur schlechte Mods, das muss man auch dazu sagen. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele gute Mods. Also, von Moddern, die natürlich auch schon lange, jetzt einfach schon Modden, die auch bekannt sind, einfach. Und die sich auch einen Namen gemacht haben und so weiter. Und das ist natürlich auch schön. Das wollte ich gerade sagen, das sind dann auch immer die üblichen Verdächtigen, ne? Also, würden wir das gar nicht mehr spielen, ne? 2 Jahre Landwirtschaftssimulator, Standard, ne, definitiv nicht. Hätten wir hier nicht so eine tolle Map, von dem Modder zum Beispiel, Südhämmer, eine ganz tolle Map jetzt hier bekommen, dann hätten wir nicht so viel Spaß an dem Spiel, würden wir von, das geht schief, einem anderen Modder zum Beispiel, die Hof Bergmann, hätten wir nicht so viel Spaß, unser Forst, die Kiffhäuser und. Das sind alles so eine Sachen. Das sind halt. Und fahre ich jetzt gerade über euer Angesätes? Ja, fahr die eine Bahn jetzt, wir warten hier vorne kurz. Oh, ey. Wenn mich aber nicht alles täuscht, ist die Drive Control hier sowieso ohne Saatgut zerstören. Das ist nur bei Bergmann. Ich glaube, wir fahren hier nichts, wenn ich ehrlich bin. Nö, ich glaube, die müssten wir ja runterpatchen wegen, keine Ahnung, irgendwas war. Okay, aber wir sind erstmal dann auch fertig, ne? Wir sind auch schon mal dann fertig, alles klar. Dann sehen wir uns dementsprechend im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Bei den anderen vorbeischauen. Jo, und bis dann, haut rein, ne? Ciao, ciao. Tschüss.